Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch Studios hier auf dem Kanal gefallen und ihr mich auf dem Weg zu den 500 Abonnenten unterstützen wollt, lasst gerne ein Abo da. Es fehlen ja auch nicht mehr ganz viele Abonnenten zu den 500. Ich glaube, ein bisschen mehr als 50 zu dem Aufnahmezeitpunkt hier noch. Da ja gestern euer Support so extrem krass war, wir hatten, glaube ich, 60 Abonnenten oder so plus gemacht. Auf jeden Fall so extrem krass. Das Video hatte auch, glaube ich, so ziemlich jeden einzelnen Rekord auf dem Kanal gebrochen. Die meisten Likes, über 3000 Aufrufe, wirklich richtig, richtig krass. Und ich muss mich da auch viel, viel bei euch bedanken. Wenn ihr natürlich den Support so weiterhin behalten wollt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Video bewertet, kommentiert und teilt. Schreibt mir natürlich gerne weiterhin Feedback in die Kommentare. Und folgt mir natürlich auch gerne auf meinem Twitch-Kanal. Dort sind wir ja zurzeit noch nicht ganz so nah an den 500 Followern. Da wir erst 51 haben, würde mich auch freuen, wenn ihr dort mein Follow da lasst. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Itemshop an. Heute haben wir den Nacht-in-Nacht-Skin, den Kuckuck-Skin im Shop. Einmal in der unheimlicher Variante. Und dann haben wir ja gestern noch einen neuen Stil dafür bekommen, nämlich den düsterer Blick-Stil. Finde ich, ist sogar der beste Stil von den drei. Selbiges natürlich bei der männlichen Version, dem Nacht-in-Nacht-Skin. Unheimlich, unheimlicher und dann noch den Nachtschreckenstil. Er sieht auf jeden Fall auch sehr, sehr nice aus. Dann gibt es dazu noch die Creature Spitzhacke. Hier gibt es leider keinen weiteren Stil. Finde ich eigentlich etwas schade. Dann hätte das nämlich von den Farben her auch noch ein bisschen besser gepasst. Auf jeden Fall haben wir dann als nächstes den Raptor Skin. Hier haben wir den Standard und die Schimmervariante. Dann haben wir den Velocity Skin. Hierzu keine weiteren Varianten. Dann haben wir den Sturmbomber Gleiter und als letztes noch die Partylöwe Spitzhacke. Dann haben wir als nächstes hier den großen Schlucko-Skin. Ist ein wirklich sehr, sehr breiter Skin. Also ich glaube, damit kann man tatsächlich nicht wirklich gut spielen. Das ist ja genauso wie Brutus. Da kann man ja nicht mehr vernünftig mit der Waffe so dran vorbeigucken. Finde ich ein bisschen unpraktisch, solche Skins zu spielen, auch wenn er eigentlich ganz nice aussieht. Ist ja auch in der in dieser Schlürfreihe, deshalb ist kein blauer Skin, sondern tatsächlich ein epischer Skin. Aber er ist eben halt aus der Schlürfreihe, also keine normale Seltenheit. Deshalb sieht man das dort auch nicht. Dann gibt es dazu die Doppelzapfer-Spitzhacken. Sind ja so ähnlich wie beim Raptor-Skin, die Spitzhacke, nur als doppelte Version. Hier natürlich auch aus der Schlürfreihe, dann natürlich noch die Schlürflackierung und dann die Traumaflackierung. Warum die hier auch noch bei ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil die ja nicht wirklich mit dem Set zu tun hat. Ist ja auch traumhafte Tagesset und hier ist ja Schlürftrupp-Set. Also warum die dann noch am Ende dazu hinzugefügt wurde, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dann haben wir auf jeden Fall als nächstes den Cloaked Star. Dann den Schneidskin, dann haben wir den Flugkarpfen, als nächstes haben wir dann noch die Prismarandlackierung, dann den schwer beschäftigte Mode, es gibt ja auch noch so einen ähnlichen Emote als Fortbewegungsemote, da wo irgendwie der Skin, glaube ich, auch auf dem Handy rumtippt, aber ist eben halt noch eine kleine andere Variante davon. Dann haben wir als letztes noch den tiefen Depp und das waren dann alle Items aus dem heutigen Itemshop. Ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr natürlich weitere Videovorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video oder im nächsten Stream wieder. Bis dahin, ciao.